Ja, hallo, ein herzliches Willkommen an alle. Ich grüße euch hier recht herzlich beim Webinar am heutigen Mittwoch. Normalerweise haben wir um die Uhrzeit Marktanalyse live. Wir machen heute mal etwas anderes und blicken mal auf ein erfolgreiches Portfoliokonzept, nämlich die sogenannte Neo-Davas-Strategie. Dazu habe ich mitgebracht heute Simon Betschinger, den Geschäftsführer von TraderFox. TraderFox hat eben auch hier diese Strategie entwickelt. Und wer eignet sich da besser, das Ganze vorzustellen, als eben derjenige, der da direkt mit dabei war? Und von daher begrüße ich auch jetzt hier schon mal recht herzlich Simon Betschinger. Hallo Simon. Hallo Mike, schön, dass ich heute Abend hier sein darf. Und ich werde natürlich sehr gerne über die Neo-Davas-Strategie erzählen. Das ist ein Trendfolgeansatz, den wir bei uns als einen kleinen Durchbruch werten, weil nachdem wir 4 Jahre lang über Trendfolgestrategien geforscht haben, haben wir mit der Neo-Davas-Strategie nochmal einen Ansatz gefunden, der alle anderen Trendfolgestrategien im Zusammenspiel von Rendite und Risiko deutlich überragt. Ja, Simon, super. Ich bin gespannt, was du uns hier präsentierst. Vielleicht noch kurz der Hinweis an alle Teilnehmer. Wenn ihr natürlich Fragen habt, ganz einfach per Chat kurz die Frage reinschreiben. Ich sehe die dann und dann können wir auch hier die Fragen natürlich beantworten. Das ist gar kein Problem. Und ja, die Neo-Davas-Strategie, die gibt es ja auch bei uns im S-Broker Trading Desk. Das heißt, da könnt ihr das Ganze auch ganz gut nachvollziehen, was Simon dann eben auch gleich erklärt. Und so viel war es jetzt zu mir. Simon, leg einfach los. Genau. Hallo Trader, wir sprechen heute über die Neo-Davas-Strategie. Das ist ein erfolgreiches Trendfolgekonzept, das 100% regelbasiert abläuft. Das Gute vorweg, in der S-Broker Top Trader Launch kann man bei uns auf das Trading Desk, auf das TraderFox Trading Desk kostenlos zugreifen und dort wird das Screening nach Neo-Davas bereitgestellt. Ich zeige das mal. Ich habe mich jetzt eingeloggt auf dem S-Broker Trading Desk und hier sieht man das Neo-Davas Screening mit den aktuellen Aktien, die nach dieser Strategie aktuell ganz vorne stehen. Damit Sie verstehen, was sich dahinter verbirgt, schauen wir uns erstmal die Theorie an und dann greife ich noch einige Aktien heraus, die gerade nach dem Screening eine oder Top-Kandidaten für Neo-Davas sind. Rechtlicher Hinweis, dieses Webinar dient ausschließlich Coaching-Zwecken. Ich werde sehr viel über Einzelaktien sprechen. Wenn ich eine Meinung äußere, handelt es sich immer um eine subjektive Meinung. Es ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung für Sie. Über mich. Ich bin Trader seit 98, auch Unternehmer seit 1998. Ich bin Gründer und Geschäftsführer zum Beispiel von TraderFox, von Aktienmagazin. Wir haben Systemtrading, wir haben eigene börsennotierte Indizes. In dieser TraderFox-Welt haben wir mittlerweile sehr viele Angebote auf die Beine gestellt. Vorneweg sage ich immer gerne, damit Sie wissen, worum es heute geht, es gibt an der Börse ja 2 verschiedene Disziplinen. Es gibt die Disziplin des Tradings und es gibt die Disziplin des Investierens. Und, das mag jetzt überraschen, beide Disziplinen haben nicht viel miteinander zu tun. Da sollten Sie im Endeffekt immer darauf achten. Ich sage das wirklich jedes Mal vorneweg, weil ich früher erlebt habe, wir halten ein Webinar über Trading und ich arbeite eine Trading-Chance heraus, wo ein Breakout stattfindet, der in 5 Tagen für vielleicht 5% gut ist. Und dann werde ich ein halbes Jahr später darauf angesprochen, was denn mit dieser Aktie passiert sei, warum die so tief steht. Ich hätte die ja empfohlen. Sag ich, nein, ich habe die nicht empfohlen. In dieser Aktie gab es eine interessante Trading-Chance, die vielleicht für Aufsicht von 5 Tagen eingegangen werden konnte. Und darum, damit Sie auch ganz klar wissen, was wir heute machen, wenn ich heute über Aktien spreche, dann spreche ich nicht über Aktien, in die man investieren kann. Aktien, die man investieren kann, müssen für mich ganz besondere Qualitätskriterien entsprechen. Es müssen solide Firmen sein, die eine konstante Gewinnhistorie vorweisen können, die gesunde Bilanzen haben, die viel Cash generieren. In solche Aktien kann man investieren. Heute sprechen wir aber nicht über Investieren. Heute sprechen wir über Trading. Und beim Trading kann es vorkommen, dass wir eine Aktie allein deswegen verkaufen, weil der Markt schwach ist.
Beim Trading kann es vorkommen, dass wir eine Aktie allein deswegen verkaufen, weil sie unter in oder weil sie einem Risikomanagement-Konzept zum Opfer fällt. Heute sprechen wir über Aktien, die sehr schnell, sehr stark steigen können, aber die auch, wenn man 3 Jahre später wieder drauf guckt, quasi in der Bedeutungslosigkeit versunken sein können. Heute geht es um Trading. Und jetzt möchte ich sicher sein. Wer verstanden hat, dass es heute um Trading geht, schreibt bitte mal Ja in den Chat. Wer es nicht verstanden hat, schreibt bitte Nein. Aber ich hoffe, ihr schreibt bitte alle Ja. Also bevor ich keine 50 Mal Ja habe, kann ich nicht weitermachen. Heute geht es um Trading. Wer hat es verstanden? Jetzt haben Sie alle verstanden? Bis jetzt sagen ja. Alle Ja. Okay, sehr gut. Dann können wir heute über Trading sprechen, über eine sehr offensive Trading-Variante. Generell zu meiner Philosophie, die ist wichtig zu verstehen, damit man nachvollziehen kann, wie wir dieses Trading-System entwickelt haben. Ich habe ja 2006 angefangen, mich ausschließlich auf starke Aktien zu konzentrieren. Auf Aktien, die schon die Momentum aufgebaut haben, die nach oben laufen, die mit sehr starker Wucht nach oben treiben. Ich habe mich dann auch darauf spezialisiert, dass ich sogenannte Pivot News Points gehandelt habe. Das sind Schlüsselpunkte, die zum Beispiel nach Nachrichten auftreten können, die über den Erwartungen liegen. Eine Firma hat eine Konsenserwartung, Analysten erwarten zum Beispiel in den nächsten 5 Jahren ein Umsatzwachstum von im Schnitt 5% pro Jahr. Und wenn dann die Firma auf einmal eine Nachricht raushaut, hey, wir haben ein neues Produkt und dieses neue Produkt verkauft sich so gut, dass wir jetzt statt 5% über 10% Wachstum erwarten, dann ist eine solche Nachricht ein Pivotal News Point. Und solche Pivotal News Points sind ganz oft die Startpunkte für große Rallye-Bewegungen. Wenn man sich hier mal AMD anschaut, ein sehr schönes Beispiel aus dem letzten Jahr. Ich muss gleich noch in den Chrome gehen. Ne, geht auch hier, hier. Wenn man sich hier AMD anguckt, hier, die Aktie hat, als sie bei 3 US-Dollar stand, hat sie mit einem Up-Gap von über 20% aufgemacht, nach sehr guten Quartalszahlen. Das ist ein Pivotal News Point. Und solche Schlüsselpunkte, die lösen ganz oft sehr starke Rallye-Bewegungen aus. Wir hatten einen ähnlichen Schlüsselpunkt zum Beispiel bei The Trade Desk, TTD. So, genau, hier bei der Trade Desk. Auch hier hatten wir Zahlen deutlich über den Erwartungen, plus 20% Gap Up, nee, plus 25% Gap Up. Alle haben Angst, niemand traut sich und dann zieht die Aktie voll durch. Auf diese Art von Schlüsselpunkten habe ich mich spezialisiert und diese handle ich ganz gezielt und ich habe gelernt, diese Gap Ups zu lieben. Wenn sich niemand traut zu kaufen, ist es meistens der beste Zeitpunkt, um einen Trade zu starten. Ja, und der Neo-Davas-Ansatz ist auch ein bisschen aus meinen Erfahrungen entstanden. Wir wollten versuchen, dieses System von Nicolas Davas, das ja schon sehr gut funktioniert, wenn man sich auf Aktien konzentriert, die schon deutlich zugelegt haben, seit ihrem 52-Wochen-Tief, das wollten wir mit meinen Erfahrungen kombinieren. Und das ist dann hervorragend gelungen. Aber von vorne. Fangen wir an mit Nicolas Davas, weil er ist der Namensgeber oder zur Ehrung von ihm haben wir diese Strategie benannt. Wir hätten die Strategie auch die Batchinger-Strategie nennen können oder die Pivotal News Point-Strategie oder die Trendaktien-Strategie. Aber ich finde, wenn es solche guten Leute in der Geschichte gab, die solche hervorragende Arbeit gemacht haben und solche wunderbaren Bücher veröffentlicht haben, wie es Nicolas Davas getan hat, dann sollte man auch in der Nachwelt hier dankbar sein, um diesen Menschen dann durchaus ein kleines Denkmal setzen. Und darum haben wir unsere Neo-Davas-Strategie zu Ehren von Nicolas Davas benannt. Nicolas Davas war einer der erfolgreichsten Hobbybörsianer aller Zeiten. Er wurde berühmt, es war ein ungarischer Tänzer, weil er es geschafft hatte, aus 10.000 US-Dollar über 2 Millionen zu machen mit einer Trendfolgestrategie. Und diese Trendfolgestrategie hatte als Regelwerk, dass die Aktie seit dem 52-Wochen-Tief um mindestens 100% gestiegen sein musste.
Nicolas Davas hat sich wirklich nur auf Aktien konzentriert, die seit dem 52-Wochen-Tief um mindestens 100% gestiegen sind. Der Otto Normalbörsianer schlägt da doch auch die Hände vor dem Kopf zusammen und sagt, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Warum kauft der Mann nur Aktien, die seit dem 52-Wochen-Tief um mindestens 100% gestiegen sind? Wenn man 90% aller Börsianer fragen würde, was sie von der Strategie halten, würden 90% der Börsianer sagen, nein, finde ich nicht gut, gefällt mir nicht. Und das ist auch wieder ein gutes Indiz, dass es vielleicht doch funktionieren könnte. Warum funktioniert das gut? Weil Nicolas Davas mit diesem Selektionskriterium ganz gezielt auf die Unternehmen konzentriert hat, bei denen die Musik spielt. Bei denen die Gewinne durch die Decke gehen, bei denen es starkes Umsatzwachstum gibt, bei denen es Fantasie gibt, bei denen sich fundamental irgendwas in die richtige Richtung entwickelt. Und die ganzen Hi-Fi-Aktien, egal ob Netflix, Nvidia, die erfüllen irgendwann alle dieses Neo-Davas-Kriterium. Man konzentriert sich also auf ein Aktienselektionskriterium, bei dem man eigentlich sicher sein kann, dass man die besten Aktien der Wall Street zwangsläufig auf dem Schirm hat. Und zur Ehrung von diesem Nicolas Davas haben wir gesagt, wir bezeichnen so eine Klasse von Folgen, von Trendfolgestrategien, die als Gemeinsamkeit hat, dass Aktien seit dem 52-Wochen-Tief um mindestens 70% gestiegen sein müssen. Sie sehen, wir haben das Originalkriterium von Nicolas Davas hier ein bisschen leichter gesetzt. Statt 100% Performance sagen wir setzen nur 70% Performance voraus. Ja, jetzt haben wir eine Strategie entdeckt nach dieser Philosophie, das zu folgender Renditekurve führt. Plus 4.273% seit 1999. Eine sehr gigantisch gute Entwicklung. Man sieht hier auch im Portfolio-Chart, was während der Krisen passiert ist. Platzen der New Economy Bubble, Finanzkrise, die Strategie blieb stabil. Und nun möchte ich zeigen, wie das alles funktioniert. Hier ist das exakte Regelwerk. Die Neo-Davas-Strategie in ihrer Basisvariante konzentriert sich auf die 1800 größten US-Unternehmen. Das Portfolio-Konzept wird monatlich umgeschichtet. Einmal im Monat werden die Depotwerte überprüft. Und dann werden die neuen Davas-Aktien aufgenommen. Alle Aktien im Portfolio werden gleichgewichtet mit 10%. Es findet in der Rangliste ein Ranking nach der sogenannten Trendstabilität statt. Ich gehe nochmal auf das S-Broker Trading Desk bei TraderFox und hier sieht man das aktuelle Neo-Davas-Screening und die Aktien werden gerankt nach Trendstabilität. Das heißt, Trendstabilität ist ein technischer Indikator, der ein trendstabiles Verhalten aufzeigt. Wir haben zum einen Trendstärke und zum anderen haben wir wenig Volatilität. Also wir haben Aktien, die unterm Strich sehr stark steigen und dies bei geringer Schwankungsbreite tun. Absolut gesehen, wenn man diese Aktien mit irgendwelchen Bluechips vergleicht, ist die Schwankungsbreite immer noch hoch. Aber unter den Aktien, die so stark steigen, bevorzugt der Indikator Trendstabilität diejenigen Titel, die die Anstiege mit wenig Volatilität absorbieren. Man sieht bereits hier, ich mache mal den Chart zu Abiomed auf, hier haben wir eine Aktie, die hatten wir schon bei 2 Monaten in dem Webinar zu Neo-Davas. Damals stand die Aktie bei 250 US-Dollar bei einer Neo-Davas-Aktie, hier kam der große Breakout. Und jetzt ist sie weiter gestiegen von 310 auf über 433 US-Dollar. Also eine genial gute Entwicklung. Und diese Aktie ist zum Beispiel auch aktuell in einem dieser Neo-Davas-Portfolios enthalten. Genau, beim Regelwerk sind die Kaufkriterien. Der tägliche Handelsumsatz muss mindestens 1 Million US-Dollar sein. Wir brauchen Liquidität. Hier bei dieser Neo-Davas-Strategie sagen wir mindestens 100% Performance seit dem Jahrestief und in den letzten 20 Handelstagen muss ein
neues Jahreshoch erzielt worden sein. Das ist die Voraussetzung. Dann gibt es eine Marktampel. Und diese Marktampel ist eines der wichtigsten Kriterien. Wenn man Trendfolgetrading betreibt, dann wird man sehr schnell feststellen, dass man in guten Börsenphasen wirklich abnormale Renditen erzielen kann. Aber dass dann, wenn die Börse einmal schwächelt, es auch oft sehr schnell nach unten gehen kann. Die Neo-Dauer-Strategie handeln wir nur dann, wenn der Markt freundlich ist. Und ob ein freundlicher Markt vorliegt, messen wir mit dem Kriterium, dass der S&P 500, der breite amerikanische Gesamtmarkt, über seinem GD 200 notieren muss. Dann ist die Marktampel erfüllt, dann gibt die Marktampel grünes Licht und dann können neue Neo-Dauer-Aktien gekauft werden. Maximal in einem Sektor können sich 3 Aktien im Portfolio befinden. Das sind die Kaufkriterien, die immer zum Umschichtungstermin einmal im Monat überprüft werden. Die Verkaufskriterien sind: Eine Neo-Dauer-Aktie wird verkauft, wenn sie weniger als 3% Portfoliogewichtung erreicht hat. Eine Neo-Dauer-Aktie wird verkauft, wenn die Performance seit dem Jahrestief weniger als 100% ist. Also sobald diese Firma ihr Aufwärtsmomentum verliert, sobald diese Aktie seit dem Jahrestief weniger als 100% zugelegt hat, dann wird sie verkauft. Wenn die Marktampel rotes Licht zeigt, also wenn der S&P 500 unter seinem GD 200 notiert, dann wird die Hälfte aller Positionen glattgestellt und die Neo-Dauer-Aktie wird auch verkauft, wenn sie in der Auswahlliste von allen Neo-Dauer-Aktien unter Rang 90 abgerutscht ist. Die Berechnung läuft folgendermaßen. Hier haben wir die Aktien am amerikanischen Markt, die aktuell die Neo-Dauer-Kriterien erfüllen. Das sind genau 207. Das heißt, Rang 90 bedeutet, die oberen 10%, dass die Top 20 Aktien in dieser Liste und dass die Aktie dann verkauft wird, wenn sie nicht mehr zu den Top 20 dieser Liste gehört. Ich markiere hier mal alle. Also wenn wir einen Umschichtungstermin haben im Neo-Dauer-Portfolio und die Aktie gehört nicht mehr zu den Top 20, auch dann wird sie verkauft. Es sollen sich nur die trendstabilsten Aktien im Portfolio befinden. Hier, ich habe die Top 20, habe ich markiert. Das sieht man hier an der Zahl 20 in diesem Flaggenkästchen. Dann wird die Aktie, eine Aktie aus dem Portfolio auch verkauft, wenn es kein neues Hoch in den vergangenen 40 Handelstagen gab. Wenn eine Aktie sehr gut gelaufen ist und wenn die Portfoliogewichtung einer Aktie auf über 15% steigt, dann wird die Gewichtung auf 10% reduziert. Und dieses Regelwerk führt zu folgender Rendite. Wow. Da kann man sagen, wirklich wow. Jetzt schauen wir uns mal die top aktuellen Positionen an. Sie finden das aktuelle Dauer-Portfolio, finden Sie übrigens im Aktienmagazin. Das Aktienmagazin steht Ihnen als S-Broker-Kunde kostenlos bereit. Also Sie können hier das Aktienmagazin kostenlos herunterladen. Jetzt logge ich mich mal für die tagesaktuellen Kurse, logge ich mich mal auf aktienmag.de ein. Und schauen wir uns mal das komplett aktuelle Portfolio an. Portfolios, Neo-Dauer, Musterdepot. Da sieht man sofort 2 Dinge. Wir haben das Portfolio live gestellt am 20.04. vor 6 Wochen. In den letzten 6 Wochen hat das Portfolio erneut um 11% zugelegt. Dann sehen wir hier, dass dieser Top-Performer, den wir gerade gesehen haben, Abiomed, sich weiter im Portfolio befindet. Auch Netflix ist aktuell im Portfolio, eine Aktie, die ja sehr bekannt ist. Das ist aktuell die Top, das sind aktuell die Aktien, die nach dem Neo-Dauer-Regelwerk im Depot sind. Sie können hier übrigens auch alle
Musterdepot-Transaktionen der letzten 20 Jahre nachvollziehen. Okay, dieses Portfolio finden Sie aber auch im Aktienmagazin. Ich zeige das mal. Als Kunde, der Zugang hat zur S-Broker Top Trader Lounge, steht das Aktienmagazin für Sie kostenlos bereit hier. Das Aktienmagazin ist ein wunderbares Magazin, in dem wir wöchentlich über spannende Aktien berichten. Und unter anderem, irgendwo weiter hinten, ich scroll gerade ganz bewusst durch, damit Sie sehen, was da alles, wie viele Inhalte da drin sind. Hier. Und dort finden Sie auch immer das aktuelle NeoDavos-Portfolio. Hier. Das aktuelle NeoDavos-Portfolio und das Portfolio NeoDavos mit Pivotal Newspoints wird im Aktienmagazin veröffentlicht. Und jetzt haben wir hier ein neues Stichwort gesehen. NeoDavos mit Pivotal Newspoints. Was ist das? Hier haben wir nun versucht, dass wir gesagt haben, wir erweitern dieses NeoDavos-Regelwerk um diese Gap-Up-Thematik. Ich zeige das nochmal. The Trade Desk, TTD, hat Zahlen gebracht. Die Aktie macht mit einem Gap-Up auf und dann fängt sie an, wie verrückt, weit nach oben zu laufen. In dem Portfolio-Konzept NeoDavos mit Pivotal News Points können nur die Aktien rein, die ein solches Gap-Up ausgebildet haben, weil es darauf hindeutet, dass Zahlen über den Erwartungen gemeldet wurden. Wir haben das Regelwerk also folgendermaßen modifiziert. Die ersten Regeln bleiben gleich. Auswahluniversum, 1000 größte, 1800 größte US-Unternehmen, monatliche Umschichtung, Positionszielgewichtung ist 10%. Ranking nach Trendstabilität. Und ein Kaufkriterium kommt jetzt noch dazu. Sie sehen das sofort. Wir setzen voraus, dass die Aktien ein Up-Gap ausgebildet haben. Ein Up-Gap von mindestens 6% in den letzten 20 Handelstagen ist die Voraussetzung, dass eine solche Aktie ins Depot genommen werden kann. Warum? Weil es, wie gesagt, und das ist die Intuition dahinter, darauf hindeutet, dass Zahlen über den Erwartungen gemeldet wurden. Dann macht die Aktie dann Gap-Up auf. Und das bedeutet, und das ist wichtig bei einem solchen NeoDavos-System, wir haben hier Aktien, die 100% Performance seit dem Jahreszielt gemacht haben. Wenn jetzt gute Zahlen kommen, dann bestätigen die guten Zahlen doch das hohe Kursniveau. Die Aktie ist 100% gestiegen und dann kommen Quartalszahlen des Unternehmens und die fundamentalen Daten bestätigen diesen starken Anstieg. Und darum hat man, und das glaubt Otto Normalbörsianer normalerweise nicht, hat man mehr Sicherheit, wenn man eine solche Trendaktie kauft und sie macht ein Gap-Up nach guten Zahlen, weil das in gewisser Weise die Rechtfertigung liefert, dass der Kursanstieg gerechtfertigt ist. Und dieses Portfoliosystem kommt auf eine Rendite von über 8000% von 1999 und auf eine Durchschnittsrendite von 25,7% pro Jahr. Hier übrigens noch der Hinweis bei monatlicher Umschichtung. Bei monatlicher Umschichtung. Wenn wir jetzt sagen, dass wir dieses Depot so weit dynamisieren, dass wir täglich auf diese Pivotal News Points reagieren können, dann haben wir im Backtest sogar Renditen von 30% pro Jahr erreicht, indem wir sofort auf solche Pivotal News Points reagieren. Aber jetzt hier im Magazin, weil es soll für die meisten Menschen nachbildbar sein, haben wir uns auf diese monatliche Umschichtung konzentriert. Das Depot ist gut nachbildbar, jeder kann auf die Transaktion reagieren und das Ergebnis ist immer noch hervorragend. Hier übrigens das ganz, ganz Besondere. Das ganz, ganz Besondere. Auch dieses Depot haben wir vor 6 Wochen live gestellt, am 20. April. Und in den letzten 6 Wochen hat das Portfolio um 32% zugelegt. Um 32%. Es ist kein Fehler.
Es hat wirklich um 32% zugelegt. Und das ist der Wahnsinn. Das ist verrückt. Aber so ist es passiert. Ein Top-Performer wurde verkauft. Eine Biotech-Firma hat über 100% zugelegt. Die hat die Performance auch so weit nach oben getrieben. Aber wirklich, es ist eines der erfolgreichsten Depotkonzepte, das mir jemals untergekommen ist. Und dass wir so einen schönen Start hatten mit plus 32% in 6 Wochen, ist natürlich umso erfreulicher. So, jetzt haben wir zwei Regelwerke kennengelernt. Und ich würde sagen, dass ich jetzt die ersten Fragen beantworte, weil es erfahrungsgemäß an dieser Stelle immer einige Fragen gibt. Danach werde ich weitermachen und wir schauen uns einfach mal ein paar Aktien an, die aktuell im Neo-DABA-Screening erkannt werden. Aber zunächst möchte ich fragen, gibt es zu den Regelwerken Fragen? Ja, Simon, da sind schon einige Fragen reingekommen. Zum Beispiel eine Frage, richtet sich hier nach, du hast ja jetzt vorgestellt, dass es sich hier vornehmlich dann eben auch um Screenings auf den US-Aktienmarkt handelt. Gibt denn da es auch was Ähnliches für den deutschen oder europäischen Markt? Also im Endeffekt, man kann das Screening auch auf dem deutschen und europäischen Markt natürlich durchführen. Da ist man ja komplett frei. Aber am deutschen, europäischen Markt muss man leider feststellen, da gibt es solche tollen Unternehmen in der Regel nicht. Gell? Also diese Firmen, die die Welt verändern, findet man halt in der Regel in den USA und weniger am deutschen Markt. Das heißt, theoretisch schon möglich in Deutschland, aber praktisch eher nicht. Da ist das Universum einfach zu klein. Ich glaube, es gibt ja nur, wenn man ein bisschen Liquidität voraussetzt, gibt es am deutschen Markt ja allein nach dem Liquiditätskriterium vielleicht nur 150, 200 Aktien, die überhaupt die Mindestliquidität haben. Und dann hat man den DAX, aber den MDAX und SDAX und dann bleiben nicht viele Unternehmen übrig, die für solche Kursanstiege überhaupt in Frage kommen. Darum ist die Antwort, wenn man Neo-DABA sinnvoll umsetzen möchte, dann sollte man das schon am amerikanischen Aktienmarkt machen. Okay, noch eine Frage hier zu dem Screen, den du hier gerade auch aufhast. Da sind ja auch die Gewichtungen mit dabei, beziehungsweise auch das Gesamtkapital, was in einer einzelnen Aktie steckt, zum Beispiel hier die $135.000 bei der Nvidia. Hier ist jetzt die Frage, hat man da keine Angst, so viel Geld in eine Einzelposition zu stecken? Also im Endeffekt meine Antwort ist, die Frage hängt immer davon ab, wo man herkommt, wohin man will. Und ganz klar, wir haben ja gesagt, heute geht es nicht um diese konservativen Investmentportfolios. Heute geht es um offensive Trading-Konzepte, die das Ziel haben, aus wenig Geld viel Geld zu machen. Das ist ja auch ein legitimes Vorhaben. Wer das Ziel hat, aus wenig Geld viel Geld zu machen, der muss gewisse Risiken eingehen. Und zu diesen Risiken gehört auch das mal, in einem solchen dynamisierten Portfolio-Konzept auch einzelne Positionen dann sehr hohe Gewichtungen einnehmen können. Die Nvidia-Position wurde ja jetzt übrigens auch dann jetzt verkauft und sie wurde zuvor schon oftmals von 20% Gewichtung auf 15% Gewichtung heruntergestuft. Das ist dieses Regelwerk beim Neo-DABA mit Pivotal News Points, dass dann also die Gewichtung schon ein bisschen reduziert wird. Aber generell, wer aus wenig Geld viel Geld machen möchte, und das soll ja durchaus manchmal ein legitimer Wunsch sein, der muss in gewissen Phasen auch gewisse Risiken eingehen. Danke dir, Simon. Und noch eine weitere Frage, die sicherlich auch viele immer wieder interessiert. Du hast es ja auch schon angesprochen vorhin. Wenn man 10 Trader fragt, was die von dem System halten, sagen 9 vermutlich nicht so viel, weil man erst nach 70% Kursperformance einsteigt. Bei den Aktien jetzt mit dem Pivotal News Point, wenn dann so große Kurslücken entstehen, wie begegnest du dem, dass dann vielleicht der ein oder andere sagt, aber nach so einer großen Kurslücke warte ich erstmal ab und steige nicht ein? Wie gesagt, es ist eine falsche Intuition, die man hat. Und Mike, immer wenn ich
immer wenn ich gewartet habe, ist es falsch. Und ich, wie gesagt, bei The Trade Desk, an dem Tag, ich hatte meine Kauforder limitiert bei plus 20%. Ich habe gesagt, ich möchte dieses Gap abkaufen, aber ich hatte meine Kaufordnung limitiert bei plus 20%. Was passiert? Sie kommen mit plus 25% rein, mein Limit wird nicht erreicht und ich stehe am Seitenrand. Und das habe ich, und je größer diese Gaps ausfallen, je weniger Leute sich trauen, desto besser ist eigentlich die Signalqualität. Schauen wir uns auch nochmal bei AMD an. Genau das gleiche Spiel wie jetzt bei Traders. Ich habe echt gedacht, ich bin im falschen Film, ich habe hier ein Déjà-vu. Aber es lief genau gleich. Dieses Gap up bei AMD. Ich hatte auch gedacht, okay, ich kaufe plus 15% bis 20%. Aber dann kommt die Aktie bei, ich glaube auch plus 25% hier rein und zieht einfach weiter nach oben durch. Das heißt, wenn wir ein Neo-Dava-Setting haben und es kommen Zahlen deutlich über den Erwartungen und das Gap up ist plus 20%, auch wenn es schwerfällt, ist das nach all meinen Erfahrungen und nach unseren empirischen Backtests ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen. Okay, vielen Dank. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, mach du erstmal weiter. Ich glaube, alle sind interessiert, wenn wir uns da mal ein paar Werten widmen, die da in der Kursliste drin sind, in dem Screening. Und schauen wir mal. Genau, schauen wir uns auch mal an, wie die Amazon Rallye begonnen hat. Hier, mit einem Gap Up. Amazon zahlt über den Erwartungen Gap Up und dann zieht sie einfach mal durch um 60%. Immer das gleiche und gleiche Muster, das sich ständig wiederholt. Und weil, Mike, ich glaube, das Positive ist wirklich, man hört das in der Traderwelt hier nicht, dass die Leute sagen, kaufe Trendaktien, wenn sie mit großen Gap Ups aufmachen. Es ist ein Trading-Ansatz, der so überhaupt nicht verbreitet ist. Und das ist auch in gewisser Weise der Garant für den weiteren Erfolg. Genau, man hört ja auch immer, Simon, da immer wieder viele Trader, die sagen, ja, Kurslücken werden immer geschlossen. Aber wir haben es ja auch gerade gesehen bei der AMD, man kann auch die Kurslücke bei der Facebook bei $30 noch begutachten, die immer noch nicht geschlossen ist. Und ja, so ist es. Ja. Genau, Kurslücken werden geschlossen oder die Aktien steigen immer weiter und immer weiter und kommen nie wieder zurück. Genau. Ja, so. Jetzt haben wir hier ja unser Screening der aktuellen Neo-Davas-Aktien. Es sind aktuell viele. Der Markt ist bullish. Aber oft sind es deutlich weniger Aktien. Und was ich jetzt gemacht habe, hier habe ich dieses Ranking geordnet nach Trendstabilität. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe ein paar Aktien rausgegriffen, die in diesem Screening aktuell drin sind und bespreche, was sich dahinter verbirgt. Zum Beispiel Twitter. Schauen wir uns mal Twitter an. Twitter, Börsenwert 31 Milliarden. Umsatzwachstum springt an. Erstmals in diesem Jahr soll ein Gewinn je Aktie erreicht werden. Aus meiner Sicht habe ich auch immer, habe ich spätestens nach Trump gedacht. Leute, Twitter ist irgendwie unterschätzt. Wir haben hier ein soziales Netzwerk, in dem Politiker angefangen haben, ihre Statements abzugeben. Wir sehen hier fast eine andere Art von Demokratie. Es wird nicht mehr die Presse dazwischen gestellt, sondern wir haben hier den amerikanischen Präsidenten, der seine Top-Entscheidungen zuerst über Twitter verkündet. Wenn man sich mal jetzt auch in Europa umschaut, das fangen die deutschen Politiker und die europäischen Politiker auch immer öfters an. Sie nutzen Twitter als direktes Sprachrohr zur Welt, zu ihren Wählern, zur Öffentlichkeit. Und ich denke, dass bei Twitter gerade auch diese Neubewertung abläuft. Twitter ist nicht nur irgendein soziales Netzwerk für Trash-Talk, sondern Twitter hat sich weiterentwickelt. Und zwar im politischen Bereich als eine neue Form der direkten Demokratie. Twitter ist das Medium, das man verwendet, wenn man kurze Botschaften an so viele Menschen wie möglich kommunizieren möchte. Die Aktie ist super bullish,
ein Kaufsignal nach dem anderen. Auch hier wieder diese Gap-Up-Varianten, was ja sehr positiv ist. Ich habe hier nochmal die wichtigsten Punkte zusammengeschrieben. Twitter hat es bislang nicht geschafft, die Plattform zu monetarisieren. Dabei haben sie jetzt aber endlich Fortschritte gemacht. Es gab den ersten Unternehmensgewinn und in diesem Jahr soll insgesamt das Gesamtjahr positiv sein. Die konzentrieren sich jetzt auf das Kerngeschäft. Die ganzen Experimente rundherum, wie die Video-App Vine, werden geschlossen. Informative News-Dienste sollen der Plattform einen Mehrwert geben. Und das finde ich macht absolut Sinn. Wenn man eh schon alle neuen Nachrichten direkt bei Twitter bekommt, zum Beispiel vom amerikanischen Präsidenten, dann macht es für Twitter auch Sinn, ich weiß nicht, ob sie das geplant hatten vor Trump, vermutlich nicht, aber daraus auch ein Asset zu machen und zu sagen, hey Twitter, wir bündeln Nachrichtendienste, Newsdienste auf Twitter. Wenn du immer zuerst informiert sein möchtest, dann brauchst du einen Nachrichtendienst bei Twitter. Ich glaube, das ist genau der richtige Weg und diese Neubewertung macht sich auch in der Aktie bemerkbar. Twitter, bin ich immer noch ein großer Fan davon, das Momentum ist so hoch. Ich denke, meine persönliche Meinung ist, die werden Richtung $50 sehr schnell weiterlaufen. Dann haben wir auch Nvidia mit neuen Neo-Davos-Kaufsignalen. Börsenwert 158 Milliarden US-Dollar. Ich muss dazu sagen, ich bin investiert bei Nvidia. Ich hatte die Aktie auch nach einem Gap abgekauft. Sie wissen ja, ich habe mich darauf spezialisiert. Ich zeige voller Stolz, bei welchem Gap Up ich Nvidia gekauft habe. Und zwar bei diesem Gap Up bei 30 US-Dollar. Hier war mein Kauf bei Nvidia zum Beispiel. Die Aktie ist immer noch in meinem Depot. Ich habe kein einziges Stück verkauft, obwohl sie sich schon verneunfacht hat. Und ich glaube, Nvidia kann auf 400 steigen. Goldman Sachs schätzt zum Beispiel den Gewinn ihrer Aktie im Jahr 2020 auf 12 US-Dollar. Also im Kalenderjahr 2020. Da muss man ja aufpassen, weil das Fiskaljahr bei Nvidia anders ist als das Kalenderjahr. Das heißt, wenn Nvidia ein KGV von 30 haben sollte, beim Gewinn je Aktie von 12, ergibt sich daraus ein Wert von 360 US-Dollar je Aktie. Das 30er KGV, denke ich, wird Nvidia haben, weil so werden die Top-Wachstumsunternehmen bei Zukunftstechnologien allgemein bewertet. Und Nvidia hat die führende Position bei der Hardware für autonomes Fahren. Nvidia hat die führende Position bei Plattformen für künstliche Intelligenz. Nvidia hat die führende Position bei E-Sports. E-Sports, hat der Nvidia-CEO ja so schön gesagt, ist die am schnellsten wachsende Sportart, weil am meisten Menschen weltweit betreiben E-Sports. Ich hatte das so noch gar nicht gesehen. Wenn man sich mal vor Augen führt, dass zum Beispiel in Südkorea, dass dort E-Sport-Events stattfinden, wo 40.000 Leute in einer Halle sitzen, dann oder in einem Stadion sitzen, dann wird einem klar, dass man hier eine Sportart hat, die weltweit eine immer weitere Verbreitung findet. Und bei allen Leuten, die solche Computerspiele spielen auf neuestem Niveau, die brauchen eigentlich diese Nvidia-Grafikkarten. Genau. Und diese Entwicklung, die ging ja wahnsinnig schnell bei Nvidia. 2016 noch reiner Grafikkartenhersteller und auf einmal haben die komplett neue Geschäftsfelder rund um autonomes Fahren und künstliche Intelligenz. Und jetzt vor zwei Wochen hat Nvidia sogar eine Plattform vorgestellt für autonome Maschinen. Also eine Plattform für Roboterprogrammierung, für intelligente Roboter. Und meine Perspektive ist, warum ich auch nicht mehr vorhabe, Nvidia zu verkaufen. Ich halte den Jensen Huang, den Nvidia-CEO. Der hat das Format von einem Steve Jobs. Der hat das Format von einem Rockefeller. Der hat das Format von einem Elon Musk.
Es ist aus meiner Sicht ein Entrepreneur, ein Spitzen-Entrepreneur. Und wenn man, und das ist auch meine Erfahrung, wenn man so eine Firma hat, die von einem solchen visionären CEO geführt wird, dann sollte man diese Aktien einfach nicht mehr verkaufen. Weil diese CEOs schaffen es, ihrem Wettbewerb voraus zu sein, immer neue Geschäftsideen zu haben und immer weitere Möglichkeiten zu finden, zu wachsen. Ich denke, wenn ich Nvidia im Jahr 2020 besprechen werde, dann wird Nvidia wieder komplett neue Geschäftsfelder erschlossen haben. Also Simon, du hast jetzt aus der Nvidia, aus einem Trade, ein Investment gemacht, oder? Genau. Ich habe aus einem Trade ein Investment gemacht. Und das darf man machen, Mike, allerdings nur, wenn man im Gewinn ist. Genau, das war der richtige Antrieb, daraus ein Investment zu machen. Genau. Viele machen ja aus Trades Investments, wenn sie hinten liegen. Das mache ich gar nicht. Wenn ich mit Aktien hinten liege, mit Trades gehe ich auch sehr oft wieder raus. Ich akzeptiere ein Minus nicht sehr lange. Aber wenn ich hingegen mit über einem Trade eine führende Aktie entdeckt habe, wie Nvidia, dann bleibe ich auch mal dabei. Dann mache ich aus diesem Trade ein Investment. Übrigens, warum ist das auch sinnvoll, wenn man einen hohen Buchgewinn hat? Was ich jetzt sage, wurde ja von Warren Buffett perfektioniert. Warren Buffett hat so schön vorgerechnet, wenn man eine Aktie im Buchgewinn hat und diese Aktie verkauft, dann werden ja Steuern fällig. Und allein um diese Steuern einzuholen, muss ein neues Investment ja erst einmal 40% steigen. Ich mache mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, ich habe auf Nvidia 100.000 Euro Buchgewinn. Dann verkaufe ich Nvidia und zahle 25.000 Euro Steuern. Die neue Aktie, die ich kaufe, mit 75.000 Euro, muss erstmal um 30% steigen, um den Steuerverlust reinzuholen. Das heißt, ein Wechsel von Nvidia in eine andere Aktie macht nur dann Sinn, wenn ich mit absoluter Sicherheit sagen kann, dass neue Aktie Nvidia eigentlich relativ schnell um 30% outperformt. Sonst macht allein wegen der steuerlichen Belastung ein Verkauf von Positionen mit solchen hohen Buchgewinnen überhaupt keinen Sinn mehr. Und da auch aus diesem Gedanken heraus, über Steuern nicht allzu viel Performance zu verlieren, hat ja Warren Buffett seine eigene Investmentphilosophie entwickelt. Buffett ging dann folgendermaßen dazu über. Er hat sich auf solche Portfolio-Positionen, die deutlichen Gewinn waren, hat er sich einen Kredithebel organisiert. Er hat gesagt, ich beleihe mein Portfolio mit zum Beispiel 20% Kredithebel und investiere das Geld in neue Qualitätsaktien. Und ja, das ist auch einer der Schlüssel, warum Warren Buffett so erfolgreich wurde. Er hat gemerkt, er darf Aktien mit hohem Buchgewinn nicht mehr verkaufen, die Steuerbelastung ist zu hoch. Er regelt das einfach, um neue Firmen zu kaufen, bedient er sich eines Kredithebels. Und das war das Warren Buffett-Prinzip, mit dem er zu einem der reichsten Menschen auf diesem Planeten wurde. Ja, was gibt's noch? Was ist noch eine interessante Neo-Davos-Aktie? Wir haben hier zum Beispiel NetApp, Börsenwert 20 Milliarden, Umsatz knapp unter 6 Milliarden. Sehr starkes Gewinnwachstum. Gewinn verdoppelt sich derzeit fast jedes Jahr. Was ist NetApp? Ein Full-Service-Anbieter im Bereich von Data-Center-Lösungen. Man hat die Daten liegen extern, aber NetApp gibt mir trotzdem die komplette Kontrolle über meine Daten, die extern liegen. Und ich denke, egal welche Firma man sich anschaut, das ist die Zukunft. Bei kaum noch, naja, so kann man es nicht sagen. Man muss eher andersrum sagen. Bei den meisten Firmen, auch mittelständischen Firmen, liegen die Daten ja aktuell noch auf irgendwelchen Computerfestplatten. Das macht langfristig keinen Sinn, diese Hardware bei sich in der Firma zu behalten.
Ist ja auch unpraktisch, weil man kann nicht überall darauf zugreifen. Die Zukunft ist, dass wirklich auch bei allen Firmen die Daten in der Cloud liegen. Und eine Firma wie NetApp, die sich darauf spezialisiert hat, mir als Firma die hundertprozentige Kontrolle über meine Daten weiterhin zu geben, auch wenn sie extern in der Cloud-Welt liegen. Das ist ein guter Service und darum hat NetApp auch solche hohen Wachstumsraten. Auch eine mega interessante Neodavos-Aktie. Dann eine spannende Firma und ich erkläre gleich warum. Haben wir einen sehr starken Boom bei Logistikaktien aktuell. Diese ganzen Firmen, die hier ist jetzt ein LKW abgebildet, aber XPO macht mehr. XPO baut für Firmen diese kompletten Lieferketten, die Supply Chain Management. Eine Lieferkette beginnt ja schon da, wenn da eine Ware produziert wird, dann muss diese produzierte Ware ja automatisch verpackt werden. Dann sollte diese automatisch verpackte Ware von einem automatischen Gabelstapel abgeholt werden und für den LKW vorbereitet werden oder zum LKW hingefahren werden und so weiter und so fort. Die Automatisierung von kompletten Lieferketten ist in Zeiten des E-Commerce-Booms immer noch ein Riesenthema. Der nächste Trend, man darf nicht den Fehler machen und zu glauben, dass dieses Potenzial schon weitgehend erschöpft sei. Überhaupt nicht. Und jetzt sage ich einen Satz, den Sie vermutlich nicht für möglich halten, aber es ist die Wahrheit. Der E-Commerce-Bereich, der ganz große Boom kommt erst noch. Und zwar, wenn jetzt die Bestellung von alltäglichen Gebrauchsartikeln, Getränken, Nahrungsmitteln, Stichwort Supermarkteinkäufen, wenn das jetzt noch per Post geliefert wird, dann haben wir ein Volumen, das noch mal größer ist als das bisherige Volumen, was die Paketzustellungen angeht. Warum? Wie viele Menschen sieht man täglich bei der Post ihre Pakete abholen. Die Schlangen bei der Post sind groß, aber es sind nicht lange so viele Menschen, die jetzt in den Supermärkten einkaufen gehen, die täglich Getränke und Essen kaufen müssen. Und darum, die Online-Bestellung von Nahrungsmitteln, von täglichen Gebrauchsartikeln, das ist im E-Commerce-Bereich nochmal ein riesengroßer Wachstumstrend. Und davon profitieren Firmen, die sich auch um diese Lieferkettenautomatisierung kümmern. Weil das ist vollkommen klar, wenn man im Online-Supermarkt etwas bestellt, dann wird die Kommissionierung in den Lagerhallen wird komplett automatisiert ablaufen. Und alle Firmen, die sich darum bemühen, die haben immer noch riesiges Potenzial, finde ich. Darum, XPO Logistics, wenn man auf die Seite zuerst schaut, denkt man, eine Spedition, langweilig. Wenn man aber versteht, dass die Automatisierung von Lieferketten dieses hohe Wachstumspotenzial hat, dann versteht man auch auf einmal, warum diese Aktie so stark ist. So, jetzt habe ich zu guter Letzt noch ein ganz spannendes Unternehmen. Aber Mike, gibt es vielleicht hier schon mal Fragen? Jetzt habe ich ja drei Firmen vorgestellt. Gibt es hier Fragen zu diesen Firmen? Dann gehen wir auf die vielleicht jetzt noch ein. Ja, Raimund, sage ich schon. Simon, mit Raimund habe ich morgen ein Webinar. Deswegen, Simon, eine Frage hier nochmal zu Nvidia. Wie sieht das denn aus? Du hast jetzt gesagt, du hast aus dem Trade ein Investment gemacht. Was müsste denn passieren, wenn du an solche Firma wieder verkaufen möchtest? Arbeitest du da dann überhaupt mit einem Kursniveau, wo du verkaufen würdest? Oder sind das dann andere Kriterien, die du zu Rate ziehst? Genau, bei Investments gibt es keine Stoppkurse. Das ist eine ganz wichtige Definition und so ist ein Investment definiert. Man kann sich das folgendermaßen klar machen. Würde Warren Buffett Coca-Cola verkaufen, weil sie in einen Stop-Loss fällt? Nein. Würden die Quants ihre Beteiligung an BMW verkaufen, weil BMW in einen Stop-Loss fällt? Nein. Würde Bill Gates
seine Microsoft-Anteile verkaufen, weil sie in einen Stop-Loss fallen. Nein, würde Jeff Bezos seine Amazon-Aktien verkaufen, die er hat, weil Amazon in einen Stop-Loss fällt? Natürlich nicht. Beim Investieren gibt es keinen Verkauf wegen solchen komischen Dingen wie einen Stop-Loss. Man investiert in Firmen, weil man weil man an die Zukunft dieser Firma glaubt. Und ein Investment beende ich nur dann, wenn ich ganz klare Indizien dafür wahrnehme, dass die Firma keine Zukunft mehr hat. Zum Beispiel könnte man sagen, oder ich nenne zwei Beispiele von Investments, die ich jetzt verkaufen würde. Wenn ich in Autozulieferern investiert bin, die ihr Geld mit Verbrennungsmotoren machen, dann würde ich einen solchen Autozulieferer verkaufen, weil ich davon überzeugt bin, dass Verbrennungsmotoren in 15 Jahren kaum noch benötigt werden. Oder wenn ich in einer großen Einzelhandelskette investiert bin, wie Karstadt, oder in den USA gibt es ja auch ganz viele, oder in Deutschland, die jetzt ja auch an der Börse sind, Mediamarkt, Saturn, da würde ich einfach sehen, hey, der Trend ist klar, E-Commerce wächst, Einzelhandel wächst nicht, also will ich jetzt nicht in Einzelhändler investiert sein. Sprich, ich würde Nvidia erst dann verkaufen, wenn zum Beispiel morgen eine Firma kommt, die Quantencomputer erfindet, die 100-mal so schnell sind wie Nvidia-Chips. Wenn das am Horizont glaubhaft sichtbar ist, dann würde ich Nvidia vielleicht verkaufen. Aber solange Nvidia eine führende Wettbewerbsstellung hat, verkaufe ich ein solches Investment nicht. Und wenn die Aktie halt mal 30% korrigiert, dann kauft sie, dann korrigiert sie halt mal 30%. Aber so ist nach meinem Verständnis Investieren definiert. Okay, vielen Dank. Dann würde ich sagen, geh noch mal weiter und wir behalten noch mal ein paar Fragen fürs Ende des Webinars auf. Okay, kommen wir zur nächsten richtig coolen Aktie. Kommen wir zu einem der zum schnellsten wachsenden Möbelhaus auf der Welt. Die wachsen sogar schneller als IKEA im Online-Bereich. Wayfair, Wachstumsraten 3 Milliarden Umsatz, 4,7 Milliarden Umsatz, 6,2 Milliarden Umsatz, nächstes Jahr dann 8, 9 Milliarden erster Umsatz. Ein Online-Möbelhaus. Und was macht dieses Online-Möbelhaus jetzt so besonders? Die ermöglichen die Raumeinrichtung über neue Technologien wie Virtual Reality und Augmented Reality. Ich habe mir, oder früher hat für mich persönlich die Verknüpfung gefehlt, dass ich Möbel online bestellt habe. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie das aussieht. Wayfair hat eine App. Probieren Sie das mal aus. Sie halten das Handy in den Raum vor sich, in Ihrem Wohnzimmer. Sie wählen ein Möbelstück aus und dann kann man sich das Möbelstück in den Raum reinsetzen. Dann guckt man durch ein Handy durch und man sieht das so, als ob das Möbelstück quasi vor mir stehen würde. Und damit kann man sich quasi durch solche neuen Technologien wie Augmented Reality, wie Virtual Reality, kann man sich die Möbel, die man bei Wayfair im Online-Shop aussucht, in die eigenen vier Wände direkt reinstellen und man hat die perfekte Vorstellung, wie das aussieht. Dieses starke Wachstum, Online-Möbelhaus mit Augmented Reality und Virtual Reality treibt das Wachstum an. Und auch hier sieht man ein Gap-Up und dann beginnt der Aufwärtstrend. Und auf solche Aktien konzentrieren wir uns ja bei der Strategie Neo-Davos mit Pivoting News Points. Wir haben ein solches dynamisiertes Neo-Davos-Konzept ja auch getestet, habe ich ja gesagt. Wenn man direkt auf solche Pivoting News Points reagieren kann, dann kann man die Rendite sogar nochmal steigern. Und ich denke, an vielen Charts, die wir uns angeschaut haben, ist das ja auch im Endeffekt klar geworden. So, liebe Webinar-Zuhörer, wir haben 18.57 Uhr. Ich muss um 19 Uhr leider schon wieder ein neues Webinar. Darum jetzt am besten noch zwei Fragen, die ich hoffentlich noch kurz beantworten kann. Und dann habe ich auch leider schon den nächsten Webinartermin.
Mike, gibt es noch zwei, drei Fragen? Ja, Simon, eine Frage ist, wir haben jetzt ja die Kurslisten mit den Neodavas-Aktien und wir haben ja auch die Verkaufskriterien gesehen. Werden die Aktien, die dann quasi in der Liste, in den Top 20 da zum Beispiel nicht mehr drin sind, werden die dann speziell angezeigt, dass man dann sieht, okay, die müsste jetzt vielleicht aus dem Portfolio rausfliegen? Die kann man sich auch ganz einfach screenen. Also ich zeige mal, wie das geht. Wenn ich zum Beispiel das Kriterium habe, die Aktie muss in den letzten 20 Tagen neues 52 Wochen hoch gemacht haben, kann ich die Spalte hier hinzufügen. Mike, ich muss auf Chrome wechseln. Ich habe hier im Firefox, haben wir hier ein Nicht-Funktionieren. Das betrifft aber nur meinen Rechner. Ich habe ein Microsoft Surface mit einer 4000er Auflösung. Da haben wir diesen Bug, aber nicht im Chrome. Darum gehe ich ganz kurz in den Chrome. Okay, ich habe mir hier mein Screening. Jetzt erweitere ich diese Tabelle um die Spalte 52 Wochen hoch. Und du hast es, glaube ich, gerade entfernt. Es war gerade da und jetzt ist die Spalte wieder weg, als du drauf gedrückt hast. Ach so. Ach, deswegen. Da, die Spalte, die zweite von rechts. Mal guck, was wirst du dich ohne dich machen. Das habe ich schon gedacht, wir haben einen Bug, aber es ist gar kein Bug. Okay. Genau. Hier haben wir das Kriterium 52 Wochen hoch. Und mit diesem Kriterium kann ich ja zum Beispiel auch die Verkaufskriterien kann ich ja auch festlegen. Ich kann sagen, ich möchte hier eine Liste haben, wo nur die Aktien drin sind mit 1,55 Wochen hoch in den letzten 50 Tagen oder in den letzten 20 Tagen. Und je nachdem reduziert sich dann diese Ergebnisliste. Okay, Mike, wir müssen so machen, ich konnte es gerade nicht mehr zeigen. Pass auf, wir machen Folgendes. Ich mache morgen ein kurzes Video, wo ich das dann einfach mal Schritt für Schritt vorzeige, wie das geht. Weil wir haben 19 Uhr, ich muss leider ins nächste Webinar rein. Ich hoffe, dass wir das so machen können. Wobei, morgen bin ich ja gar nicht da, weißt du ja, Mike. Genau. Aber am Freitag machen wir ein kurzes Video und dann können wir das hier nochmal an alle Webinarteilnehmer verschicken. Und genau. Dann zeige ich, wie man dieses Verkaufskriterium auch screenen kann. So machen wir es. Okay. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, liebe Zuhörer. Für mich ist eine der spannendsten Strategien, die es gibt. Ich hoffe, Sie finden auch Gefallen dran. Denken Sie dran, im S-Broker in der Top Trader Lounge haben Sie hier das Magazin kostenlos zum Download bereit und dort wird auch immer das aktuelle Neodavas-Portfolio veröffentlicht. Jetzt gehe ich im nächsten Webinar, da ruft auch schon jemand an, da muss ich raus. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bis dann. Ciao. Okay, Simon, danke dir. Ciao. Ja, und damit war es das dann für heute. Wenn noch Fragen sind, gerne einfach an akademie@sbroker.de. Dann können wir da auch noch drauf eingehen. Und ansonsten wünsche ich euch allen jetzt noch einen schönen Abend. Erfolgreiche Trades, erfolgreiche Investments. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Also, bis dann. Tschüss.